Weltmeisterschaften der Gewichtheber vor 2 Monaten in Griechenland konnten sich nach längerer Durststrecke gleich 2 österreichische Athleten international wieder in Szene setzen. Der Aufwärtstrend sollte auch bei den Einzelstaatsmeisterschaften an diesen Wochenende in Wien-Kagran fortgesetzt werden. Zum bereits 105. Mal finden bei den Männern Titelkämpfe statt. Bei den Frauen werden zum 15. Mal österreichische Meisterschaften durchgeführt. Im Mittelpunkt die erfolgreichen Europameisterschaftsteilnehmer. Matthias Steiner, 8. in der Klasse bis 105 Kilogramm. Sowie bei den Frauen Heidi Neubacher, die mit 9 österreichischen Rekorden 7. in der Kategorie bis 53 Kilo wurde. Alles ist ausgerichtet auf das große Ziel im nächsten Jahr. Athen, Olympia. Das Ziel für Olympia 2004 in Athen, dass wieder mehr Gewichtheber dabei ist von Österreich. Die letzte Olympiateilnahme war 1988 in Seoul. Im Schatten der beiden Stars gibt es auch Erfolge beim Nachwuchs. Die 17-jährige Eva Keins wird Vizemeisterin im Zweikampf. Es ist ein gelungener Test für die Junioren-Weltmeisterschaften im Juni in Mexiko. 1,52 Meter groß, 54 Kilo schwer. Das ist Heidi Neubacher vom SK Vöstlinz. Im Reißen sorgt sie mit 76 Kilo für einen neuen österreichischen Rekord und ist doch etwas überrascht. Dass der Rekord heute gefallen ist, eigentlich schon, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, mit welcher Leistung ich in den Wettkampf heute gehe. Und die 30-jährige Linzerin hat auch die Chance auf einen neuen Zweikampfrekord. Beim Stoßen kommen nur 92,5 Kilo in die Wertung. Neubacher gewinnt überlegen zum 5. Mal in Folge alle 3 Meistertitel. Wie im Vorjahr dominiert Matthias Steiner die Meisterschaften. Das 20-jährige Talent zeigt nur eine Woche nach dem 2. Platz beim Weltcup in Ungarn erneut sehr gute Leistungen. Beim Reißen kommen 175 Kilo in die Wertung. Überlegen ist der Niederösterreicher auch beim Stoßen. Steiner bringt 215 Kilo zur Hochstrecke und sichert sich damit die Titel im Reißen, Stoßen und Zweikampf. Ich bin eigentlich mit der Leistung zufrieden, weil wir das Training schon reduziert haben und beginnen erst in 2 Wochen mit der WM-Vorbereitung für Kanada. In Vancouver soll die Olympiateilnahme für Athen fixiert werden.